Und jetzt bitte ich Stefan, der wollte gerne etwas sagen, ans Mikro. So, hört ihr mich? Hallo, mein Name ist Stefan und ich stehe für Frieden. Und ich habe letzte Woche einen Vortrag über Angst gehalten, weil Angst das ist, was uns hemmt. Heute möchte ich einen Vortrag über das halten, was uns enthemmt. Und das ist Liebe. Wie Rick von schon richtig gesagt hat, haben wir eigentlich jeden Tag nur 100% Energie. Und wir sollten uns eigentlich fragen, wofür verschwenden wir diese Energie? Für Hass, für Wut, für Frust oder für andere Dinge, die uns eigentlich nur immer persönlich runterziehen? Oder für etwas Positives? Für Freundschaft, für Liebe, für Zwischenmenschlichkeit? Was ist Liebe eigentlich? Liebe ist die größtmögliche emotionale Wertschätzung eines anderen. Und das Besondere an Liebe ist, sie bedarf keiner Erwiderung. Damit lernt sie uns auch etwas ganz anderes Wichtiges, nämlich Demut. Demut ist wichtig, damit wir erkennen, dass wir nicht immer alles haben können, was wir wollen. Aber wenn uns etwas wirklich wichtig ist, wird die Zeit es schon mit sich bringen und wir werden es kriegen. Liebe ist auch selbstlos. Und Liebe ist das Pendant zum Hass. Hass entsteht, wenn man über lange Zeit verletzt worden ist und man eigentlich nur möchte, dass diese Verletzlichkeit aufhört. Und irgendwann, wenn man keinen Ausweg mehr sieht, dann möchte man den Hass praktisch dazu verwenden, um sein Gegenüber zu vernichten. Hass ist das, was viele Menschen vermutlich gerade in den Konflikten weltweit empfinden. Weil sie nicht in der Lage sind, die Menschen, die sie lieben, zu beschützen. Und deswegen greifen sie zu Methoden, wie zum Beispiel sich selbst in die Luft zu sprengen, weil das Letzte ist, was ihnen vielleicht noch übrig bleibt, um sich Aufmerksamkeit zu verschaffen. Liebe ist die Grundlage, um jemanden wertzuschätzen. Aber ich denke, was bei uns in der Gesellschaft heutzutage falsch läuft, ist, dass die meisten Menschen gar nicht in der Lage sind, erstmal sich selbst zu lieben. Wer sich nicht selbst wertschätzt, der ist auch gar nicht in der Lage, jemandem anders das Ganze entgegenzubringen. Wer sich selbst hasst, der empfindet doch keine wahre Liebe. Der ist doch eigentlich zu bemitleiden. Und ich denke, das, was wir als Menschen tun können, ist, jemandem anders zu zeigen, dass er die Möglichkeit hat, sich selbst zu lieben für das, was er wirklich ist. Ihm die positiven Seiten des Lebens aufzuzeigen, die positiven Seiten seiner Persönlichkeit. Zu sagen, hey, du bist vielleicht ab und zu unpünktlich, aber wenn ich auf dich zähle, dann kommst du auch. Du bist vielleicht manchmal mit der Miete zu spät, aber dafür kochst du immer ganz lecker. Einfach mal die positiven Dinge an Menschen sehen und nicht immer zu sagen, das und das und das ist an dir schlecht und das mag ich nicht und du bist auch unordentlich. Einfach mal auf die Leute zugehen und ihnen was Nettes sagen. Das muss zwangsläufig nicht mal jemand sein, der einem nahe steht. Vielleicht auch einfach mal zu einem Fremden hingehen und ihn darauf aufmerksam machen, dass sein Lächeln einem gefallen hat, dass es schön gewesen ist, wie er einen angeguckt hat und dass es vielleicht ein positives Erlebnis an dem eigenen Tag ist. Ich finde, was auch schlecht läuft, ist, dass uns die Medien versuchen vorzugaukeln, wie Liebe auszusehen hat. Schauen wir uns Hollywood an. Was passiert dort? Jeder Liebesfilm ähnelt sich doch eigentlich wie ein Ei dem anderen. Wo ist da sozusagen der Bezug zur Realität? Wer sagt, dass Liebe immer mit Drama anfangen muss und dann im Happy End endet? Wer sagt, dass am Ende alle ein Eigenheim haben und Millionen auf dem Konto? Warum kann Liebe nicht einfach so sein, wie sie wirklich ist? Was ist, wenn jemand, der 82 ist, jemanden liebt, der 25 ist? Warum stellen wir das immer in Frage? Warum können wir nicht einfach mal grundsätzlich akzeptieren, dass es vielleicht sogar stimmt? Warum versuchen wir nicht einfach mal Dinge positiv zu sehen, anstatt immer mit Missgunst und Neid darauf zu achten? Ich schlage vor, wir laufen einfach mal allen unseren eigenen Idealen hinterher und fragen uns im Inneren, was wir wirklich wollen und was uns glücklich macht und uns erfüllt, anstatt uns vorgaukeln zu lassen, wie das Ganze aussieht. Gerade auch in Bezug auf unsere Kinder, denn die machen das nach, was wir ihnen vorleben. Und wenn wir frei sind in unserem Denken, in unserem Handeln und wirklich das tun, was uns glücklich macht und ein friedliches Miteinander zelebrieren, dann werden sie das sicherlich auch tun.
Ich habe jetzt auch eine Bitte an euch. Ich möchte, dass ihr, wenn ihr heute nach Hause geht, einen Menschen, den ihr schon lange nicht mehr kontaktiert habt, anruft oder ihm zumindest eine SMS schreibt und ihm sagt, dass ihr ihn vermisst und dass ihr euch freuen würdet, ihn mal wiederzusehen. Einfach mal wieder ein bisschen Liebe zelebrieren. Ich danke euch. Mein Name ist Stefan, ich stehe für Frieden.